Lange haben wir darauf gewartet, denn Capture One Pro ist für viele die Bildbearbeitungssoftware. Allerdings hatte sie immer einen Haken, man war immer an einen Computer gebunden. Bis jetzt. Denn Ende Juni haben die Dänen endlich Abhilfe geschaffen und die lang ersehnte Capture One iPad App vorgestellt. Aber gucken wir uns einfach mal an, was die App so alles drauf hat. Apples iPads werden immer leistungsstärker und doch konnten sie softwareseitig einen richtigen Computer nie so wirklich ersetzen. Erst 2019 kamen mit iPad OS viele nützliche Funktionen, wie eben zum Beispiel ein vernünftiges Dateimanagement oder auch das Anschließen von Geräten via USB-C. Das bietet jetzt viele neue Möglichkeiten und Tools für Bildbearbeitung wurden tatsächlich auch für Profis nutzbar. Capture One hat sich zwar sehr lange Zeit gelassen, aber sie ist jetzt endlich da, die Capture One iPad App. Du kannst sie dir jetzt kostenlos im App Store runterladen und 7 Tage ausprobieren. Anschließend kostet sie allerdings 5,49 Euro im Monat. Aber lass uns einfach mal reinschauen. Wenn wir Capture One auf dem iPad zum ersten Mal öffnen, haben wir direkt einen übersichtlichen Bereich für unser Dateimanagement. Bilder importieren können wir via USB-C, von einer SD-Karte, externen Festplatte oder auch eben direkt von der Kamera. Natürlich können wir auch aus der Fotos-App oder eben der Dateien-App des iPads importieren. Was allerdings nicht geht, oder zumindest noch nicht, ist Tethering direkt aufs iPad. Die Funktion ist aber in Arbeit und soll in einem zukünftigen Update dazukommen. Nach dem Import können wir eben auf der linken Seite verschiedene Alben zur Organisation erstellen und ausgewählte Fotos können auch ganz einfach per Drag and Drop zugeordnet werden. Falls man viele Fotos zur Auswahl hat, ist das weitere Sortieren, Filtern und Markieren auf jeden Fall hilfreich. Um uns eine Auswahl an zu bearbeitenden Bildern zu erstellen, haben wir hier die gewohnten Sterne und Farbmarkierungen. Diese Markierungen sind auch auf mehrere Fotos gleichzeitig anwendbar und werden auch bei der Übertragung an Capture One Pro mit übermittelt. Aber dazu kommen wir später. Ach ja, bevor ich es vergesse, wir haben eine coole Aktion für euch. Und zwar bekommt ihr beim Kauf von Capture One Pro die iPad-App für ein Jahr gratis. Sprich, ihr könnt die App uneingeschränkt nutzen und müsst erst nach einem Jahr die 5,49 Euro pro Monat zahlen. Ihr könnt natürlich auch vorher kündigen und müsst das Abo nicht weiter nutzen. Allerdings haben wir auch nur 100 Codes. Also, wenn du überlegst, Capture One Pro zu kaufen, dann weißt du, wo du hin musst, nämlich hier oder da oben oder unten in der Beschreibung. Da ist der Link zu allen Infos. Wenn es nach dem Import und der Sortierung nun an die Bearbeitung geht, haben wir hier ein etwas anderes Interface, als wir es von anderen Bildbearbeitungs-Apps auf dem iPad kennen. Capture One hat sich hier ein völlig neues Bedienkonzept ausgedacht, bei dem man das Werkzeug eben auf der linken und ein Regelrad auf der rechten Seite hat. Wir können das Ganze hier allerdings auch tauschen, was eben für die einhändige Bedienung ganz cool ist. Denn wenn wir jetzt zum Beispiel hier die Belichtung lange gedrückt halten, können wir hier ganz einfach hoch und runter regeln. Besonders cool ist das aber eben, wenn man, wie ich jetzt hier gerade, den Apple Pencil benutzt. Mit einem Doppeltipp können wir die jeweilige Einstellung ganz einfach wieder rückgängig machen. Mit diesem Button hier unten links können wir die Einstellung ganz einfach kopieren und auf ein anderes Foto einfügen. Natürlich ist die App auch noch nicht final und Capture One hat auch schon angekündigt, weitere Features hinzuzufügen. Was an der Stelle eben noch fehlt, sind zum Beispiel das Arbeiten mit Ebenen oder auch simple Dinge wie Tonkurven und Farbbalance. Allerdings können wir auch in der iPad-App Styles benutzen, also Presets, die wir entweder runtergeladen oder in Capture One selbst erstellt haben. In diesen Styles können beispielsweise aber auch verschiedene Bearbeitungsebenen enthalten sein, wir können sie nur auf dem iPad nicht bearbeiten oder ändern. Was Capture One hier allerdings besonders macht, ist eben das Farbmanagement. Wir haben hier das Processing wie in Capture One Pro, was einen riesen Vorteil gegenüber anderen Bildbearbeitungstools hat. Farben werden realistisch und akkurater interpretiert und gerendert, was gerade bei Hauttönen einen sichtbaren Unterschied macht. Natürlich können wir jetzt die Bilder im Anschluss an die Bearbeitung auch exportieren. Wir können die Bilder hier umbenennen, das gewünschte Dateiformat, Auflösung und Qualität wählen und sogar ein Wasserzeichen setzen. Capture One hat sich natürlich auch etwas in Sachen Cloud-Lösungen ausgedacht. Aber es ist vielleicht nicht ganz das, was man erwartet hätte. Wenn ich jetzt die Bilder auf dem iPad bearbeitet habe und auf dem Mac weiterarbeiten möchte oder in meinen bestehenden Katalog integrieren möchte, kann ich über die drei Punkte auf den Button zu Cloud hinzufügen drücken. Jetzt werden die Bilder in diesem Album und deren Bearbeitung in die Cloud hochgeladen. In Capture One Pro, in diesem Fall eben auf meinem MacBook, kann ich jetzt oben in der Symbolleiste auf Cloud-Übertragung klicken, meinen Ordner auswählen, den ich synchronisieren möchte oder runterladen möchte und einen Zielort auswählen und dann eben die Bilder importieren. Es handelt sich hier demnach nicht um eine Echtzeitübertragung von der Bearbeitung von einem Bild, was in der Cloud liegt, sondern eben dient nur als Transfermöglichkeit vom iPad auf den Mac,
Und leider funktioniert diese Funktion auch noch nicht andersrum, also von Capture One Pro zum iPad. Alles in allem ist die iPad-App von Capture One ein willkommener Zusatz zu Capture One Pro und bietet eben auch viele professionelle Tools für die Bildbearbeitung mobil. Einige Werkzeuge fehlen zwar noch, sollen aber mit zukünftigen Updates dazustoßen. Aber was haltet ihr jetzt von der App und nutzt ihr Capture One bereits? Und wenn nicht, mit welcher Software bearbeitet ihr eure Bilder? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt uns gerne einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal, um eben keine weiteren Videos oder Livestreams zu verpassen. Das war's von mir. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Oder ihr seht den Stefan. Mal schauen. Bis dahin. Ciao.